So. Ich habe also etwas festgestellt. Und zwar dergestalt, dass, also, mir ist also aufgefallen, so beim Leben so, dass es also sehr viele Vorurteile gibt. Und ich musste für mich auch persönlich feststellen, dass ich also auch nicht frei von Vorurteilen bin. Ne? Das merkt man ja so im Alltag. Ne? Man läuft die Straße lang, man sieht ein Mädchen mit roten Haaren und denkt, aha, eine Hexe. Ne? Also dieses Vorurteil hat sich ja im Mittelalter gebildet durch klerikal-inquisitorische Kreise, wurde also die entsprechende Zielgruppe mit diesem Bannfluch belegt. Dann wurden sie ja auch noch im Aggregatzustand umgewandelt. Das gibt's heute nicht mehr. So, also neue Brandschutzordnung Brüssel EU, da ist also... Aber... Vielen Dank. Aber dieses Vorurteil hat sich damals gebildet, dann wurde es von Generation zu Generation weitergegeben. Und auch heute noch werden Menschen aufgrund solcher Überlieferungen vorverurteilt. Ne, das muss ja nicht immer das rote Haar sein. Das können ja auch andere Parameter an ein Individuum angelegt werden, ne, um es vorzuverurteilen. Da gibt es das Alter, den Beruf, das individuelle Aussehen oder die geografische Abkunft. Ne? So zum Beispiel über ausländische Menschen, so, da gibt es ja auch so bestimmte Klischees, hier Italiener, Nudeln. Die Franzosen trinken alle Rotwein, die Briten reden alle Englisch. Und in Polen wird geklaut. Ne? Da wird, ja. Ihr klatscht, aber ist es denn wirklich so, frage ich da. Am Beispiel, sagen wir mal, Stichwort Polen. Also natürlich wird in Polen gestohlen. Schon weil sie es reimt. So. Aber... Das ist ja kein Volk von Dieben. Ne? Das sind ja nicht alle. Das sind ja maximal 2 oder 3 in der Familie. Ne? So. Aber ich möchte jetzt hier überhaupt keine Exempel statuieren. Polnischen Menschen sind auch sehr nett und liebevoll. Ich habe jetzt viele Polinnen vor allen Dingen kennengelernt. Fand in Görlitz ein deutsch-polnischer Kulturaustausch statt. Deutsch-polnischer Kulturaustausch ging eigentlich relativ zügig. So. 2, 3 Beutel, so und dann. Aber ich bin dann danach auch noch mit den Menschen ins Gespräch gekommen und habe eben gespürt, dass auch viele Menschen dort noch sehr trauern, dass sie noch trauern über den Exitus des Pontifex, also über den Popentod. Und diese Trauer versteht man ja auch. Ne? Der Papst Wojtyla war nun mal der einzige Pole, der so was gebracht hat. Zwar auch nur Stellvertreter, aber... Und
dafür habe ich mich natürlich sehr interessiert. Also ich wollte wissen, wie man so einen plötzlichen Papsttod verarbeitet, denn so ein plötzlicher Papsttod kommt ja nun auch auf uns zu. Das geht ratzfatz, ne, sag ich mal. Aber ich bin trotzdem auch sehr froh, dass es mal einen deutschen Papst gibt. Und ich hätte mir natürlich auch bei der Namensgebung noch ein bisschen mehr Selbstvertrauen gewünscht. Ich sag mal, ein deutscher Name für den Papst wäre eigentlich auch schön gewesen. So Horst der Zweite oder Harz der Vierte. So. Ja, aber ich schwiff ab. Ich wollte über Vorurteile reden und ich denke, vielleicht sogar das perfideste Vorurteil, was es hier überhaupt gibt, mit dem man einen Menschen diskriminieren kann, ist ja, wenn es über dessen sexuelle Orientierung geschieht. Ne? Stichwort Homosexualität. Da wird ja auch sehr pauschal geurteilt. Da werden ja auch alle in einen Topf geschmissen. Hier, alle Homosexuellen sind schwul. So. Ne? Also, sicher gibt es da welche. So. Und die katholische Kirche ging ja sogar noch weiter. Sie hat homosexuelle Menschen ja auch als krank diffamiert, was natürlich eine hanebüchende Hanswurstiade ist. Also Homosexualität ist keine Krankheit. Ne? Ich meine, wenn es eine Krankheit wäre, dann gäbe es ja dagegen Tabletten. Heteronorm. So. Also, sagen wir mal, keine Tabletten, also Zäpfchen. So. Vielen Dank.